Kann die nicht hören mit einer Zahnbürste im Mund? Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testyboy. Willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute geht's um ein Hygieneprodukt, was ich so ja noch gar nicht in meiner Reihe hatte. Und zwar geht es heute um eine elektrische Zahnbürste. Ich bin sehr gespannt und habe schon ein paar Zweifel. Deswegen würde ich sagen, wir packen einmal aus und checken das ganze Teil. So sieht das Paket aus. Wir sehen hier vom Zoll befreit, sonst wieder klassische Wish-Verpackung. Beziehungsweise es ist kein Plastik, sogar es ist Pappe. Immerhin. So sieht das Ganze aus, wenn man es auspackt. Also ein bisschen wie so ein Regenschirmteil oder Einkaufstüte. Wenn man das Ganze auspackt, haben wir hier einmal die Zahnbürste. Schön in Plastik verpackt. Dann haben wir ein Ladegerät mit USB und Stecker. Die Gebrauchsanweisung und irgendwas war hier noch. Und drei Ersatzbürsten. Dann wir packen die Zahnbürste einmal aus und checken das Ganze. Also, was man eingangs feststellt. Clean, Polish, White, Gum Care, Sensitive. Also wir haben hier 5 verschiedene Stufen auf der Zahnbürste. Dann haben wir so einen klassischen Zahnbürstenkopf. Also nicht so einen runden, wie man das von Oral-B meistens kennt. Sondern so einen klassischen Zahnbürstenkopf. Eine Schutzhülle für den Zahnbürstenkopf. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und die Gebrauchsanweisung auf Englisch. Ich würde sagen, ich will einmal den Kopf abmachen. Also, wenn man den Kopf abmacht, sieht das Ganze so aus. Das heißt, diese Zahnbürste ist genau für 4 Wechselintervalle der Bürste gedacht, weil dann hat man keine mehr und ich vermute auch, dass man keine Ersatzbürsten mehr kriegt. Ich würde sagen, nicht lang fackeln. Wir haben auch schon Abend. Zeit zum Zähnen. So Leute, im Bad angekommen. Ich hoffe, das heilt jetzt nicht zu doll und das Licht ist okay. Ich habe jetzt meine Softbox nicht hier und es ist schon spät Abend, deswegen kann ich hier nicht so rumschreien. Zum einen haben wir ja hier diese Funktion. Wenn ich jetzt den ersten mache, vibriert es ganz doll. Dann haben wir Polish. Das macht so in Intervallen. Dann haben wir White. Das vibriert nicht so stark. Dann haben wir Gum Care. Auch so ähnlich wie Polish eigentlich. Und Sensitiv ist halt wieder... Also eigentlich ist Clean ist am stärksten. Dann haben wir Polish. Das ist genauso wie Gum Care. Und White und Sensitiv sind eigentlich fast das gleiche. Ich würde sagen, wir checken erstmal alle durch. So, Zahnbürste wird nass gemacht. So, und dann würde ich sagen, ab geht der Peter. Okay, wow. Gar nicht so nice. Ganz komisches Gefühl. Alles vibriert außer die Bürstenköpfe. Könnt ihr mich hören mit einer Zahnbürste im Mund? Ich würde sagen, wir wechseln mal auf Polish. Okay, das ist ja noch anstrengender. Wir wechseln auf White. Das ist einfach wie Sensitive. Nee, wie Clean, nur in Softer. Man muss auch sagen, die Bürste ist super weich. Also man hat kaum Grip irgendwie im Mund oder so. So, nächste Stufe ist jetzt Gum Care. Auch der schrockt nicht, kann ich nicht empfehlen. Und Sensitive, ja, ist wieder ganz normal. So, ich muss ja auch Zähne putzen. Also ich muss dazu sagen, ich benutze sonst eine Oral-B. Die hat ja diesen Kopf, der sich eher so dreht. Dagegen ist das echt nicht so geil. Ich habe jetzt ewig keine normale Zahnbürste benutzt, deswegen kenne ich das Gefühl von dieser breiten, länglichen Form gar nicht mehr. Aber ja, ich würde sagen, wir wechseln nochmal wieder in mein Aufnahmezimmer und dann quatschen wir. So Leute, da sind wir wieder im Aufnahmezimmer. Also, ich habe jetzt gerade Zähne geputzt, das habt ihr gerade gesehen. Ich muss sagen, meine Zähne fühlen sich nicht richtig frisch an, als ob das nicht so richtig geil war. Auch die Zahnzwischenräume sind nicht so nice. Ich bin jetzt absolut kein Zahnbürstenexperte. Ich habe meine Oral-B seit 6 Jahren oder so und bin super zufrieden damit und hatte nie Probleme. Kommen wir zu der Zahnbürste. Also wir haben hier eigentlich nur 3 Programme. Und zwar Clean, das ist ganz starke Vibration. Allerdings vibriert die Zahnbürste und nicht der Kopf. Also ich habe kaum was von der Vibration am Kopf gemerkt, irgendwie nur an dem Handstück. Das heißt, ja, Polish, Gum Care waren genau das gleiche Programm, genauso wie White und Sensitive. Das war auch genau das gleiche. Ja, nicht so nice. Also da würde ich immer meine Oral-B vorziehen. Bezahlt habe ich übrigens für die Zahnbürste so viel. Und ja, komm ey, dann gebe ich ein paar Euro mehr aus und hole mir lieber eine ordentliche Oral-B. Das zweite Problem, was ich hier wirklich sehe, ist halt, dass man nur 3 Wechselköpfe dabei hat. Das heißt, sobald man die verbraucht hat, kannst du die Zahnbürste nehmen und ab in die Tonne. Also alles in allem nicht so geil. Der
Ladeanschluss ist übrigens hier. Da ist der Ladeanschluss. Das habe ich vorhin nicht gezeigt. Und ja, hat mich gar nicht überzeugt. Meine Zähne finden sich super, ja, nicht sauber an einfach. Was soll ich alternativ sagen? Also abschließend muss man sagen, mehr habe ich nicht zu sagen. Wird heute nicht so ein langes Video, aber gibt auch kurze Videos. Und für solche Produkte ist das halt so. Gut, kommen wir zur Bewertung, würde ich sagen. Fangen wir an bei der Verarbeitung. Ja, verarbeitet ist das Ganze so okay. Ich habe ja vorhin schon angemerkt, die Bürstenköpfe sind viel zu weich. Also das ist irgendwie nicht so geil. Also hier, ich kann euch das mal zeigen. Seht ihr, das ist total weich. Also nicht keine harten Bürsten. Und ich bin eher der Fan von härteren Bürsten. Dieses Weiche mag ich gar nicht, weil man kann das nicht vernünftig in die Zahnzwischenräume irgendwie stecken und so. Das hat mich gar nicht angeschockt. Sonst, die Kanten sind okay. Ja, fängt hier wieder an mit über USB laden, aber kannst nicht im Stehen laden, die Bürste, sondern wenn man das Kabel jetzt hier anschließen würde, so, am Unterboden, dann musst du sie irgendwo hinlegen, so, zack. Klar, wir haben zwar den Bürstenschoner hier, aber, weiß nicht, feiere ich auch gar nicht so eine induktive Ladestation oder so. Ich bin das halt von Oral-B gewöhnt und wie lange der Akku hält, I don't know. Ich will jetzt hier nicht eine Stunde Zähne putzen, nur um zu gucken, wie lange der Akku hält. Also das müsst ihr dann einfach selbst rausfinden. Zur Verarbeitung. Also, wie gesagt, verarbeitungstechnisch so semi. Gerade die Bürste, die ja das Wichtigste an der Zahnbürste ist, überzeugt mich nicht. Gebe ich hier 2 von 5 Testis. Kommen wir zur Funktionalität. Also, da ich schon lange eine elektrische Zahnbürste habe, weiß ich, wie gut so eine elektrische Zahnbürste sein kann. Und die fällt auf jeden Fall nicht darunter. Es hat nur der ganze Griff vibriert, aber die Bürste oben oder der Bürstenkopf hat sich kaum bewegt, sage ich mal. Dann ist es halt schade, dass es hier keine Bewegung in dem Kopf selber ist, sondern wirklich nur die ganze Geschichte hier einfach vibriert. Fand ich nicht so nice. Meine Zähne fühlen sich nicht sauber an, die Bürste ist zu weich, man kam nicht richtig in die Zwischenräume und deshalb gebe ich hier auch nur 2 von 5 Testis. Zack, zack. Kommen wir zur Verpackung und Versand. Ja, Verpackung habt ihr ja gesehen. Es kam in dieser Pappschachtel und war dann in dieser Tüte. Das heißt, an sich ja nicht schlecht, wenn man mal auf Reisen geht, kannst du hier einfach reinstopfen, machst die Ersatzdinger hier noch rein und Akkuladegerät hat man eh immer mit. Versandzeit waren, lass mich überlegen, ja, das war 4 Wochen fast. Also 4 Wochen hat die Zahnbürste gebraucht, das heißt, hier gibt es auf jeden Fall Punkteabzug, Verpackung soweit, ja, ist ganz cool eigentlich, so ein Reisebag. Den kann man auch einfach zweckentfremden und für seine eigene Zahnbürste nutzen. Deswegen gebe ich hier für Versand und Verpackung 3 von 5 Testis. Das macht eine Gesamtbewertung von 2,3 von 5 Testis, also nicht so geil. Ja, ihr könnt die Zahnbürste gewinnen, ohne diesen Kopf, den schmeiße ich weg. Aber ihr habt ja noch 3 weitere Köpfe. Also falls ihr Bock auf eine elektronische Zahnbürste habt und keinen Bock habt, Geld auszugeben, ja, ich schenke sie euch. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr. Daumen nach oben, abonnieren, Glocke an und ein Kommentar. Ihr habt meine letzten Videos hoffentlich gesehen und wisst, ich wünsche mir videobezogene Kommentare und keine einfachen Kommentare. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder 18 Uhr, wenn es wieder heißt Wish Samba. Haut rein, bis morgen. Tschüss.